Willkommen hier zurück zu einem Unboxing und heute ist die Fashion Week. Mein Name ist Marcoxy, dies hier ist kein ernstzunehmendes Unboxing und könnte eventuell deprimierte Leute gefährden aufgrund der hohen Lustigkeit. Also wenn ihr depressiv seid, schaut euch das Video nicht an. Oder wenn ihr einfach keinen Spaß versteht. Wir haben hier ein eine Hose! Und zwar eine schöne, weiche Hose für 22,95 €. Ja, Alessandro Salvarini. Italienisch. The original Italian Design. The original Italian Design. Oder so, das hört sich definitiv besser an. Schon alleine so von der Aussprache her. Wer weiß, wenn die Hose nicht passt, dann muss ich sie eventuell zurückgeben. Und ich werde die jetzt hier einmal öffnen. Schnupper mal da dran. Die riecht irgendwie nach einer exotischen Frucht. Das riecht schön chemisch. Scheiße. Aber was willst du für den Preis erwarten? Das stimmt allerdings, ja. Wobei, also ich finde ja Kanda, das ist ja genau vom selben Preis. Und die finde ich wirklich super. Kanda gibt es bei C&A. Die Hose sieht so aus. Also diese hier, diese Italiano Hose. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die mir passt. Keine Panik, ich ziehe mich nicht aus, sondern ich ziehe mich zweimal an. Wir sehen hier eine Jogginghose, keine Unterhose. Und ich will jetzt mal gucken, ob... Man kann definitiv, ich kann noch ein bisschen dicker werden, sodass mir die Hose passt. So. Einfach ein bisschen hüpfen und dann passt das schon. Genau, richtig. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh je, okay. Den Speck hochrütteln, damit die Hose unten passt. Okay, ich muss sagen, ich dürfte nicht viel dicker werden, ansonsten passt. Die Hose nicht mehr, jetzt reißt der Knopf ab und das Ding ist kaputt. Und nachher machst du einen Striptease und ziehst die Hose wieder aus. Ich krieg den Knopf nie. Also ich sollte nicht viel dicker werden, ansonsten passt die Hose nicht mehr. Aber so von der Länge ist sie schon cool, ne? Ach, hier so Beweglichkeit. Das wird zensiert. Aber bei der Beweglichkeit sieht es auch gut aus. Also man merkt schon, wir sind ein bisschen crazy, das ist so unser Markenzeichen. Aber ich bin der einzigste Mensch, der sich eine Hose auszieht und noch eine Hose anhat. Ja, man sieht, diese Hose ist für alle Leute eine Kaufempfehlung, die detektiv sind und die sich tarnen müssen. Weil wie schon gesagt, wir sehen hier einmal braune Hose, braunes Holz, fällt fast nicht auf. Wenn ihr Schnüffler seid, kauft euch diese Hose. Schnüffelt allerdings nicht daran, denn sonst fliegt ihr in Ohnmacht und seid aufgeflogen. Wir sind jetzt auch aufgeschmissen. Wir haben euch nicht beschissen und sagen Tschüss. Mit gutem Gewissen. Tschüss.